Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Bei dieser Aufgabe geht es um die inverse Laplace-Transformation und zwar mit Hilfe des Verschiebungssatzes. Gegeben ist hier die Bildfunktion groß g von s gleich 2 mal e hoch minus 4s durch s hoch 3. Diese Funktion soll invers Laplace transformiert, also aus dem Bildbereich in den Zeitbereich, überführt werden. Als Ergebnis bekommen wir die Funktion klein g von t, also die zeitabhängige Funktion. Zum Vergleich schauen wir uns zunächst erstmal eine ähnliche, aber einfachere Funktion an, bei der der Exponentialterm im Zähler fehlt, nämlich die Bildfunktion y von s, gegeben durch 2 mal 1 durch s hoch 3. Mit Hilfe der Korrespondenztabelle transformiert sich diese Funktion zu t². Der grafische Verlauf der Zeitfunktion y von t sieht für Zeiten größer 0 so aus. Es ist quasi eine halbierte Parabel und sie schneidet die t-Achse im Ursprung. So, jetzt aber zurück zu unserer gegebenen Funktion groß g von s. Da steht nämlich im Zähler der Term e hoch minus 4s. Und dieser Term führt bei der Zeitfunktion dazu, dass sich die halbe Parabel zeitlich verschiebt, und zwar um 4 Einheiten nach rechts. Und jetzt beginnen wir mit der eigentlichen Transformation. Dazu schreiben wir uns g von s etwas anders hin, nämlich als drei multiplikativ verknüpfte Terme, und weiterhin nehmen wir uns die Laplace-Formelsammlung zur Hand. Ich beziehe mich hier auf die Tabellen von meinem Udemy Laplace fortgeschrittenen Kurs. Der Link dazu befindet sich unten in der Infobox. Dort können Sie alles Wichtige rund um die inverse Laplace-Transformation sowohl in Kürze als auch ganz kompakt und umfassend und klausurrelevant lernen. Sie können natürlich auch jede andere Laplace-Tabelle verwenden, wie Sie sie überall im Internet finden. Natürlich sind dann da die Nummerierungen der Korrespondenzen und Transformationen ein bisschen anders, also bitte darauf achten. Der Faktor 2 enthält ja nicht die Laplace-Variable s und kann daher auch als Vorfaktor vor die zeitabhängige Funktion klein g von t geschrieben werden. In dem blau unterlegten Term hingegen, da kommt ja die Variable s zweimal vor, und der Bruch und der Exponentialterm, wo also die Variable vorkommt, sind beide miteinander multiplikativ verknüpft. Normalerweise bedeutet das, dass man beide Terme im Zeitbereich aufwendig miteinander falten muss. Hier haben wir jedoch die günstige Situation, wir haben einen Sonderfall, weil ja der Exponentialterm für die Verschiebung der Funktion im Zeitbereich verantwortlich ist. Das macht die Sache wirklich wesentlich einfacher, denn hier gilt nämlich der Verschiebungssatz. Den finden Sie auf der zweiten Seite der Formelsammlung ganz oben in Zeile 2. Hier ist der Verschiebungssatz nochmal rausgeschrieben. Wir vergleichen jetzt mal die einzelnen Terme miteinander. Die Funktion groß f von s ist bei uns hier der Term 1 dividiert durch s hoch 3, und das e hoch minus a mal s entspricht hier e hoch minus 4 mal s, also ist a gleich 4. Daher transformiert sich der Bruch 1 durch s hoch 3 nach 1/2 mal t minus 4 in Klammern zum Quadrat. Wäre die Verschiebung gleich 0, also a gleich 0, dann würde da stehen 1/2 mal t², aber das mal so am Rande. Die 2 kürzt sich gegen das 1/2 weg. So, und jetzt fehlt nur noch die Multiplikation im Zeitbereich mit der Sprungfunktion Sigma von t minus 4. Und das ist jetzt hier unsere fertig in den Zeitbereich transformierte Funktion. Was bedeutet das Ganze jetzt grafisch? G von t hat diesen grafischen Verlauf. Bei t gleich 4 beginnt die Kurve und steigt dann quadratisch mit zunehmender Zeit an. Wäre nur der erste, also hier blau unterlegte Term in der Zeitfunktion vorhanden, dann gäbe es auch den linken Teil der Parabel. Das Ganze würde dann also so aussehen. Dadurch, dass aber mit der um 4 nach rechts verschobenen Sprungfunktion, die ist hier mal violett dargestellt, mal genommen wird, bleibt nur der rechte Teil der Funktion klein g von t übrig. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zu den Themen inverse Laplace-Transformation und Verschiebungssatz ein wenig weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, und vielleicht sehen wir uns später einmal bei einem anderen Tutorial wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.